Guten Abend, liebe Eishockey-Freunde, guten Abend, liebe Gäste. Im Namen des Herne e.V. begrüße ich Sie zur Pressekonferenz nach dem Westfalen-Derby gegen den EHC Dortmund. Ein herzliches Willkommen auch den Vertretern der Presse sowie den Trainern der beteiligten Mannschaften. Ich bitte nun zunächst um die Kommentare zum Spiel und da beginnen wir mit unserem Gast aus Dortmund, Herrn Frank Ginkes. Herr Ginkes, wie haben Sie das heutige Spiel gesehen? Mit Freude. Ich denke, wir haben dieses Spiel heute verdient gewonnen. Ich möchte sogar einen kleinen Schritt weitergehen. Wir hätten dieses Spiel auch in den ersten zwei Dritteln mit drei Punkten zu Ende bringen können. Wir hatten sehr, sehr hohen Anteil an hochkarätigen Chancen, die wir nicht untergebracht haben. Ich würde sagen, wir waren ein bisschen fahrlässig, die ersten ein, zwei Drittel eine Chancenverwertung. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein sehr, sehr gutes Eishockeyspiel gesehen. Die Scheibe lief wunderbar für uns heute. Wir sind schnell rausgekommen, wir standen ganz gut, waren disziplinierter wie in den Spielen davor. Und bei Herne war uns klar, auch wenn Herne ganz oben steht, Herne wird alles geben, um dieses Spiel zu gewinnen. Und ich denke, wir waren gut vorbereitet. Wenn wir jetzt die anderen Ergebnisse sehen, die ich gerade auf dem Weg nach oben gehört habe, denke ich, haben wir einen guten Schritt dahin gemacht, jetzt endgültig in den Top 4 zu bleiben. Und auch Platz 3 und 2 eine gute Ausgangsposition zu haben. Dankeschön. Okay, Herr Gentes, auch Glückwunsch von unserer Seite zum bisherigen Saisonverlauf. Das war für einen Aufsteiger auf jeden Fall eine tolle Saison. Schön, dein Kommentar zum Spiel von heute. Wir gewinnen, ich mache ihn komplett auf Deutsch, aber heute mein Kopf ist voll, so ich mache ihn halb Deutsch, halb Englisch. Aber ja, ich denke, heute ist nicht schlecht. In meiner Meinung, das ist die schwerste Mannschaft, ich spiele gegen auf der Liga und ich spiele sehr gut in der Mannschaft verteidigen. Du kannst gucken in die Mitte mit dem 2-3-System. Es ist nicht leicht. Es sind so viele Leute in der Mitte, du kannst nicht machen die Light Pass. Aber heute Abend ich denke, es ist nicht schlecht. Heute Abend ohne die ersten drei Mittelstürmer von der Mannschaft, Kosek, Doherty und Puhaka, und ohne die Top-Torschießen verteidigen, Schanwald. Ich denke, wir haben ein 50-50 Spiel. Und in meiner Meinung, das ist nicht schlecht mit der Mannschaft im zweiten Platz. So, congratulations und du bist bereit für gute Playoffs. Ich denke, wir sagen für alles, wenn ich sage, danke Gott, nächste Woche wir haben die Giesenberg zurück. So, guten Abend und danke fürs Kommen. Entschuldigen, ich muss kurz zur Toilette. Zum Abschluss unseres Gastspiels in Gelsenkirchen will ich mal die Fragerunde erweitern. Sonst stelle ich die Frage mal oder Fragen der Pressevertreter sind. Und generell Fragen an die beiden Trainer aus dem Publikum hier oder von den Dortmunder Vertretern. Auch nicht der Fall. Dann darf ich mich abschließend im Namen des Herne e.V. bei dem ganzen Catering-Team der Schalippa-Halle im Paradiso-Team bedanken, dass sie uns so herzlich aufgenommen haben und über weite Teile der Saison versorgt haben. Wir waren, denke ich, kann ich sagen, sehr zufrieden. Und es gibt immer ein Wiedersehen im Leben, vielleicht ein zweites Mal, wie auch immer. Eishockey-technisch wünsche ich mir das nicht unbedingt, weil wir freuen uns aus Herner Sicht sehr auf die Rückkehr nach Herne. Vielleicht sieht man dort auch nochmal wieder im möglichen Finale. Schauen wir mal, was die Playoff-Runden so bringen. Ich darf mich für Ihr Erscheinen bedanken. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Gute und sichere Heimfahrt. Der Winter ist zurückgekehrt. Ja, und da darf ich den heutigen Abend beenden. Applaus